Hallo und willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Markus Warlich, ich bin Produktspezialist bei Sony für die Produkte im Bereich Professional Audio. In diesem Video geht es um Zubehör für Sonys DBX-Serie, genau genommen für die Setups mit dem mobilen Empfänger DVR S03D. Das Zubehör, was ich euch hier zeige, wird von unserem Vertriebspartner Audio in Berlin entwickelt, hergestellt und vertrieben. Und ist nicht direkt über Sony erhältlich. Wenn ihr da Fragen habt, dann bitte wendet euch an HAL Audio in Berlin. Die DBX-Serie kennt der ein oder andere von euch. Es ist die erste digitale Funkmikrofonserie im Fünf-Profi-Bereich, wurde von Sony 2008 am Markt eingeführt. Und seitdem gibt es verschiedene Ausbaustufen. Momentan befinden wir uns bei der Generation 3. Hier gibt es zurzeit einen Handsender, zwei verschiedene Taschensender und einen Aufstecksender. Und es gibt zwei Empfänger, den mobilen und den 19 Zoll Empfänger. Alle Generationen sind miteinander kompatibel, soll heißen, ihr könnt problemlos einen Taschensender der Generation 1 von 2008 mit dem Empfänger von der Generation aus 2020 kombinieren und betreiben, wenn sich Sender und Empfänger auf der gleichen Frequenz einstellen lassen. Das geht nicht immer. Damals vor 14 Jahren waren die Sendefrequenzen, die genehmigt wurden, andere als heute. Zurück zum Zubehör. Heute geht es, wie gesagt, um mobile Anwendungen und welche Möglichkeiten es da gibt, um eure Sender und Empfänger alternativ mit Strom zu versorgen, zu befestigen, beziehungsweise besonderes Zubehör, um die Dinge zu betreiben. Grund für diese Entwicklung waren immer Kundenanfragen bei HAL Audio und bei mir. Besonders das mobile System sollte kleiner und leichter werden. Dann wurden Lösungen entwickelt und durch die steigende Nachfrage sind diese kundenspezifischen Lösungen jetzt eben reguläre Produkte bei HAL Audio geworden. Alle Adapter, die ich euch zeige, werden im FDM-3D-Druckverfahren hergestellt. Laut HAL Audio ist das Material ABS bzw. Polycarbonite. Es ist bis über 90 Grad hitzebeständig und äußerst schlagzäh. Ihr könnt das Teil also auch mal fallen lassen oder im Sommer im Auto auf dem Armaturenbrett liegen lassen. Das sollte kein Problem sein. Ich finde das ganz pfiffig. Das Verfahren eignet sich, glaube ich, gut für kleinere Stückzahlen. Da bleibt HAL Audio flexibel, kann auf Kundenwünsche und Verbesserungen auch eingehen, weil man keine großen Lagerbestände hat. Wenn euch also da noch irgendwas Spezielles einfällt, was ihr schon immer haben wolltet, dann schickt doch bitte HAL Audio eine E-Mail und fragt mal nach, ob die vielleicht so ein Teil für euch entwickeln wollen. Ich fange mal mit dem einfachsten Adapter an. Das ist der DVT Clip für den B01 bzw. den B30 Taschensender. Ursprünglich sind die Taschensender für einen ENG-Einsatz geplant worden. Da gibt es dann hier diese Gürteltasche, mit der der Sender ausgeliefert wird. Die ist völlig in Ordnung, die schützt den Sender vor Stößen, vermindert oder hilft bei Feuchtigkeit. Das ist alles okay, der hat auch so einen drehbaren Gürtelclip hier. Allerdings gibt es am Sender selbst keine Möglichkeit, um einen separaten kleinen Gürtelclip anzubringen. Es sind einfach rechts und links keine Bohrungen, um sowas einzuklippen. Das ist grundsätzlich kein Problem für die meisten Theater- oder Opernhäuser oder Musicals. Hier werden die Sender ja eigentlich immer in den Kostümen versteckt oder in der Perücke. Aber es gibt eben auch Anwendungsfälle, wo ihr einen Gürtelclip braucht. Da kommt dann der DVT-Clip ins Spiel. Der wird einfach auf den Sender aufgesteckt und schon ist das Ganze fertig. Super einfach, funktioniert total gut und lässt sich wirklich jederzeit auch wieder einfach abziehen. Kommen wir zum zweiten Zubehörteil. Da geht es um das Batteriefach. Eigentlich werden die DVT B01 und der B30 mit 2A-Batterien betrieben, beziehungsweise Nickel-Metallurid-Akkus. Dafür gibt es eben dieses Batteriefach hier, was man auch einzeln nachkaufen kann, wenn euch das mal verloren geht. Kleine Anmerkung, wo ich hier die ganze Zeit über die Namen rede. DWT steht für Digital Wireless Transmitter, DWM steht für Digital Wireless Microphone und DWR steht für Digital Wireless Receiver. Nur damit ihr auseinanderhalten könnt, worum es hier geht bei den Produkten. Die erste Buchstabe bei den Produktnamen bezieht sich dann immer auf den Typ und die Zahl danach auf die Generation. Hier habe ich also ein DVT B30. Das ist also ein Digital Wireless Transmitter Bodypack Generation 3. Zurück zum Zubehör. Der Mini-Taschensender DVT B03
2018 vorgestellt, wird aber mit einem Lithium-Akku ausgeliefert bzw. betrieben, dem NP-BX1. Und als die ersten Kunden die bekommen haben, kam sofort der Wunsch auf, ob man die älteren Sender eben auch mit einem NP-BX1 betreiben kann. Und zusätzlich kam bei den ING-Kollegen dann auch noch der Wunsch auf, so einen Sender mit einer Konstantstromversorgung zu betreiben. Beides hat HL Audio entwickelt. Als erstes habe ich hier den BATX NP. Das ist praktisch ein Nachbau des Original-Batteriefachs. Da kann man dann einfach den NP-BX1-Akku einlegen und dann passt das in das Original-Batteriefach rein. Dieses Batteriefach passt wie gesagt in alle Versionen des B01 und des B30, aber eben auch in den DWT P01 Plug-in- oder Aufstecksender. Somit lassen sich alle Sender, mit Ausnahme des Handsenders, bei dem liegen die beiden Batterien in Reihe, mit einem Batterietyp betreiben. Kleiner Nebeneffekt ist auch noch, dass die Sender ca. 30 bis 60 Minuten länger laufen, je nachdem, welche Sendegeneration ihr eben habt. Bei den ING-Teams, da geht es meistens darum, dass Kanäle aus der Mischertasche heraus an die Kamera gesendet werden. Und hier werden eben alle Geräte in der Mischertasche möglichst mit einer Stromquelle versorgt. Das sind meistens größere Akkus aus dem Kamerabereich, die dann Hi-Rose 4-Pol-Outputs haben, um damit Mischer und Ähnliches zu betreiben. Und hierzu hat HL Audio den DC-DWX entwickelt. Das ist auch das Batteriefach, in dem halt dann ein DC-DC-Wandler steckt. Der kann mit 6 bis 20 Volt am Eingang versorgt werden und gibt dann die 3 Volt aus, die den Sender mit Strom versorgen. Und das klappt natürlich auch mit dem P01 und allen DWT B01 und B30 Versionen. Kommen wir zum DWT P01, zum Plug-on-Sender oder zum Aufstecksender. Da passt, wie gesagt, wie eben schon erwähnt, das Batteriefach rein. Da passt auch der DC-DC-Bundler rein, wenn ihr den benutzen wollt, um damit konstant über längere Zeit Dinge zu übertragen. Aber hier gibt es noch eine ziemlich pfiffige Halterung, um den Sender an einer Tonangel zu betreiben. Oft werden Anstecksender ja mit einem Richtmikrofon und einer Angel benutzt. Dann sitzt das Mikrofon eben ganz vorne zusammen mit dem Sender aufgesteckt am Ende der Tonangel. Und der Boomer muss dann das ganze Gewicht und den ganzen langen Hebel in Position halten. Dazu kommt natürlich noch, dass er das Display auch nicht sehen kann und so nicht genau sieht, wie der Sender sich am Eingang verhält. Mit dem P01 Clip-Adapter kannst du jetzt deinen Sender dort befestigen, wo du willst. Denn du kannst den Sender vom Mikrofon absetzen. Das ist hier ganz einfach. Man nimmt den Aufstecksender oder Plug-on-Sender, klippt den in den Adapter ein und dann gibt es verschiedene Aufsätze, die für verschiedene Durchmesser von verschiedenen Tonangeln gemacht sind. Hier ist es jetzt 35 mm und 32 mm. Die kann man dann hier einschieben. Nimmt das Klettband und kann eben so dann seinen Sender an der Tonangel befestigen. Das Mikro wird dann per Kabel angebunden. Das Gewicht sitzt natürlich dann in der Nähe deiner Arme. Und so kann der Boomer auch das Display sehen, wenn er die Aussteuerung sehen möchte. Weiter geht's mit dem DWRS-03D-Empfänger. Er hat zwei Kanäle mit einem True Diversity Empfangsteil pro Kanal. Er ist super leicht mit knapp 180 Gramm, verbraucht wenig Strom, kann mit einem 15-Pin Sony-Stecker oder mit einem 25-Pin Universal Slot-Stecker bestückt werden. In allen Sony-Kameras gibt es den 15-Pin-Stecker. Seit 2008 mit zwei Kanälen voll digital und über das Kameramenü steuerbar. Wer den Empfänger außerhalb der Kamera benutzen möchte, kann dazu den DWA01 Adapter nehmen. Da gibt es dann auch zwei Audioausgänge und einen Stromversorgungseingang. Da kommt auch Digital- und Analogsignal raus.
Wer aber in der 25-Pin Universal Slot-Welt zu Hause ist, findet dafür nichts im Sony-Regal. Vielleicht sollte ich kurz die verschiedenen Slot- bzw. Steckerformate erklären. Also, 15-Pin Sub-D-Stecker. Bei Sony seit 1995 die klassische Verbindung in allen Sony-Kameras, die einen Schacht für den Funkempfänger besitzen. Zur gleichen Zeit hat Ikigami in ihren Kameras einen Slot mit 25-Pin Sub-D-Stecker rausgebracht und den als Universal Slot Adapter oder als Universal Slot etabliert. Viele Jahre später hat dann die Firma Sound Device den Universal Slot erweitert, indem sie freie Pins an dem 25-Pin-Stecker mit weiteren Signalen und weiteren Funktionen belegt haben. Dazu kam dann noch ein Softwareprotokoll, um den Empfänger von ihren Mischpulten bzw. Rekordern zu bedienen. Das wurde dann SuperSlot genannt. SuperSlot ist also eine Erweiterung des Universal Slots. Mechanisch sind die beiden aber identisch. Zurück zum DWR S03D-Empfänger. Der ist bestückt mit einem 25-Pin Universal Slot Adapter. Wie gesagt, man kann die ganz einfach wechseln. Elektrisch und per Software kompatibel mit Universal bzw. SuperSlot. Das alles zu nutzen, braucht es aber eben einen Mixer, Recorder von Sound Device. Und das ist in dem Fall ein 833, ein 866 oder ein Scorpio-Mischer. Zusammen mit einem SL2 eine Erweiterung, in der man eben zwei Empfänger einschieben kann. Das hat nicht jeder, das ist auch nicht ganz billig. Und insofern ist die Frage immer gewesen, wie kann ich Signale aus dem Receiver rausholen mit 25 Pin ohne das ganze Zubehör von Sound Device. Hier kommt der DWA03P25 Adapter von Halle Audio ins Spiel. Er bietet einen 25-poligen Slot mit zwei Audioausgängen und einem Heiraus-Stecker zur Stromversorgung. Die Spannungsversorgung kann zwischen 7 und 20 Volt sein. Und am Audioausgang bekommt ihr entweder ein Analogsignal mit Mikrofonpegel oder ein IS3 Digitalsignal. Das könnt ihr im Menü des Empfängers auswählen. DWA steht übrigens für Digital Wireless Adapter, nur dass das auch nochmal gesagt ist. Der DWA03P25 ist super klein und extrem leicht. Die beiden XLR-Stecker wiegen mehr als das ganze Gehäuse. Man kann da ganz einfach den Empfänger einstecken und den Stromversorgung anschließen und schon ist der Empfänger einsatzbereit. Was wirklich Besonderes, finde ich, ist an dem Adapter, dass die Kabel an der Seite aus dem Gehäuse rauskommen und nicht unten. Bei allen Adaptern, die es so gibt, auch bei dem Sony hier, kommen die Kabel immer unten raus und man kann die schlecht auf den Tisch stellen oder in die Mischertasche stellen, weil dann die Kabel umknicken. Hier kommt der Adapter an der Seite raus und wenn ihr das Ganze auf den Tisch stellen wollt, dann gibt es auch noch so eine Adapterplatte dazu hier. Und dann kann man das hier einklicken und super auf den Tisch stellen. Es gibt noch zwei weitere Varianten dieses Adapters, dafür wird es aber ein extra Video geben. Mit all diesem Zubehör, was ich jetzt hier auf dem Tisch habe, erweitert sich das Einsatzgebiet der DWX-Serie doch nochmal ganz erheblich. Und dazu kommt natürlich, dass das auch ein paar Löcher im Zubehörportfolio bei Sony stopft. Ich habe die Sachen seit längerem im Einsatz, nutze das für alle meine Trainings und meine Schulungen, die ich mache und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Bis jetzt habe ich noch kein Problem mit einem dieser Produkte bekommen. Kommen wir noch einmal zurück zur Nutzung vom NP-BX1-Akku in den DWTB bzw. DWTP-Sendern. Einen Nachteil hat die Benutzung zurzeit nämlich noch. Bei der Nutzung von Lithium-Ionen-Akkus stimmt die Batteriestandsanzeige nicht. Die Batteriestandsanzeige in beiden Sendertypen ist auf Alkaline bzw. Nickel-Metall-Hybrid geeicht. Alkaline-Batterien haben eine nominale Spannung von 1,5 bzw. 3 Volt in Reihe und die Nickel-Metall-Hybrid eben 1,2 Volt, also 2,4 Volt in Reihe. Der Lithium-Ionen-Akku hat aber 3,7 Volt als nominale Spannung. Das heißt, der Sender zeigt über viele Stunden 100% an, denn die Spannungskurve, die genommen wird, um anzuzeigen, wie viel Prozent drin ist, beginnt eben erst bei 3 Volt. Dazu kommt noch, wenn die Battery Low Warning blinkt, dann habt ihr ungefähr 3 Minuten Zeit, darauf zu reagieren, weil eben die Lithium-Ionen-Akkus eine so lange Zeit eine stabile Spannung haben. Viele Kunden stört das nicht, starten den Sender, nutzen den jeden Tag. Nach einer gewissen Zeit, mittags, wird dann gewechselt und dann läuft die Batterie weitere 5 oder 6 Stunden. Das ist eigentlich kein Problem.
Das kann natürlich bei euch ganz anders sein. Ihr müsst euch überlegen, passt diese Vorgehensweise oder passt das Verhalten in unseren Workflow oder eben nicht. Wenn ihr darauf angewiesen seid, dass ihr immer zum richtigen Zeitpunkt die Batterie wechselt, dann ist das eher nichts für euch. Wenn ihr sagt, ich wechsle nach einem festen Zeitplan, dann ist das kein Problem. Ich hoffe aber auch noch, dass Sony über ein Firmware-Update diese Anzeige verbessert. Ein weiterer großer Pluspunkt an der ganzen Geschichte ist aber meiner Meinung nach die viel bessere Umweltbilanz. Bei 2 oder sogar 4 Batterien am Tag für eine Sendestrecke, ich rechne da mal mit 2 mal 5 Stunden Nutzungszeit und 200 Einsatztage im Jahr, kommen dann leicht 600, 800 oder auch 1000 Batterien zusammen. Rechnen wir mal 800 Ladezyklen für einen Lithium-Ionen-Akku, dann kann der 3 bis 4 Jahre im Einsatz bleiben und spart mal eben mehr als 2000 Batterien. Das ist ein enormer Berg von schwer recycelbarem Material und das macht meiner Meinung nach Sinn. Auch finanziell. Denn bei 50 Cent für 2 AA-Batterien kommen umgerechnet 1.500 € in 4 Jahren zusammen, für wohlgesagt eine Sendestrecke. Die Kombination von einem NPBX1 plus einem Adapter kostet euch weniger als 100 €. Zu guter Letzt kommen wir noch zu einem kleinen Zubehörteil für einen DWM 01 und 02 Handsender. Hier liefert Sony eigentlich 10 Color Rings mit, die man ziemlich einfach tauschen kann, um dann eben im Fernsehen über den Monitor sehen zu können, welcher Sender ist da gerade auf der Bühne. Diese Identifizierung macht Sinn und der Ring ist klein, das ist auch alles okay. Wenn dann aber kein Bild zur Verfügung steht, dann klappt das Ganze natürlich nach ein paar Metern nicht mehr, weil der Ring einfach zu klein ist. Damit ihr auch einen größeren Abstand das sehen könnt, gibt es eben von HAL Audio sogenannte Color Caps in verschiedensten Farben. Dann kann man den Ring auch weglassen. Steckt die auf und dann könnt ihr auch aus größerer Entfernung sehen, welche Farbe bzw. könnt ihr euren Sender identifizieren. So, das war ein kleiner Überblick zum Thema Zubehör für Sony DBX-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.